Unsere FSJler sind in unseren Werkstätten tätig, aber auch in den Wohneinrichtungen, in unseren Schulen, in den Kindertagesstätten und auch im Jugendhilfeverband. Zurzeit begleiten wir 94 Freiwillige. Ja, also man muss ja erstmal zunächst sagen, das sind junge Menschen, die machen das freiwillig. Die bringen viel Freude und Engagement mit und das überträgt sich natürlich auch auf die Menschen, die sie begleiten. Jetzt ist es so, dass sie in der Hauswirtschaft unterstützen, aber auch in der Pflege und ganz wichtig auch bei pädagogischen Tätigkeiten. Was heißt, sie sorgen für schöne Erlebnisse, indem sie mit den Menschen spazieren gehen. Sie basteln mit den Menschen, sie fördern sie in ihren Kompetenzen, sie unterstützen sie im Alltag und haben so natürlich einen großen Teil oder tragen einen großen Teil dazu bei, dass die Menschen Teilhabe erfahren und das ist ja letzten Endes auch unser Ziel. Ja, zum einen habe ich ja schon gesagt, wir begleiten 94 Freiwillige. Also eine Menge Unterstützung, die wegfallen würde. Auch eine Menge Unterstützung für die Mitarbeitenden in den Einrichtungen. Und die schönen Erlebnisse, die ich gerade genannt habe, die sind dann so vielleicht auch nicht möglich. Also dann wird vielleicht mal nicht gebastelt oder es findet kein Spaziergang statt oder der Kinobesuch findet nicht statt. Und die Teilhabe, die sie ermöglichen durch ihre Arbeit oder durch ihre Tätigkeit, kann dann eben in dem Umfang auch nicht passieren. Und das wollen wir natürlich nicht. Ganz wichtig ist zu sagen, das ist eine Petition von den Freiwilligen. Die haben sich bundesweit zusammengeschlossen und die Petition ins Leben gerufen. Und das kam aus dem Grunde, dass der Bund 30 Millionen Euro für die Freiwilligendienste im kommenden Jahr kürzen möchte. Und da haben die sich gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen sogar mehr Geld, um die Freiwilligendienste zu stärken, damit sich wieder mehr junge Menschen für Freiwilligendienste anmelden können, aber auch, dass Träger und auch Einrichtungen finanziell entlastet werden. Konkret wollen die, dass einerseits das Taschengeld erhöht wird, und zwar in Höhe des BAföG-Höchstsatzes. Sie wollen auch, dass sie das Freiwillige kostenlos den öffentlichen Nah- und Fernverkehr nutzen können. Und sie wollen auch, dass die Taschengelder nicht auf die Sozialleistung und auf Unterhalt angerechnet werden, weil das eben gerade ganz unfair ist für Menschen oder für Familien, die weniger verdienen, dass da dann noch Geld gekürzt wird. Genau, und dafür brauchen die Freiwilligen mit ihrer Petition 50.000 Unterschriften, damit die Petition im Bundestag landet und dort angehört wird. Und deswegen meine Bitte, unterschreiben Sie gerne die Petition. Den Link stellen wir unter das Video.